Patrick Pfeiffer und Artem Dovbyk sind die zwei neuen Namen, die heute mit dem FCA gehandelt werden. Ihr merkt schon, die nächsten Tage werden unglaublich heiß. Wir werden das alles mitnehmen. Ich werde so gut ich kann über alle Namen, die gehandelt werden, berichten. Bis zum 31.08. werden wir auf jeden Fall viel Videos rausballern müssen und werden. Und ich hoffe einfach, dass der Verein für uns die richtigen Spieler am Ende holt. Jetzt ist natürlich auch die Innenverteidigerbaustelle offen. Hier die AZ berichtet, dass Patrick Pfeiffer bei uns im Gespräch ist. Ein interessanter und noch ein anderer Stürmer. Ich werde euch, wie gesagt, alle Namen rausballern, so gut es geht. In der Hoffnung, dass davon dann auch wirklich Spieler kommen. Wer am Ende kommt, das weiß nur Gott. Stefan Reuter hat jetzt auch wurde auf das Thema angesprochen, hat gesagt, er möchte sich zu den Transfern nicht mehr äußern oder gar nicht äußern, weil schon so viel Unruhe im Umfeld ist. Und es wird einfach unglaublich viel berichtet, weil die Mannschaft verstärkt werden muss und man hört einfach auch das Interesse an gewissen Spielern raus. Dementsprechend heiße Wochen, genießt die nächsten 6 Tage mit mir. Wir legen los und sprechen über diese 2 Jungs. Ja, Patrick Pfeiffer ist 23 Jahre, ein beidfüßiger Innenverteidiger und 1,96 Meter groß. Das ist ein richtiger Hühner, so von der Ausstrahlung und so sage ich, hey, geil, das wäre jetzt auf jeden Fall mal eine geile Reaktion auf Udukais Verletzung. Bei der hat sich auch Stefan Reuter geäußert, die soll nicht so schlimm sein, mehr weiß ich aber noch nicht. Ich hoffe, wir erfahren da heute noch ein bisschen mehr. Sein Marktwert ist bei 2 Millionen und er ist enorm physisch stark. Wir schauen uns natürlich auch noch die FIFA-Stats gleich an. Sein Vertrag geht bis 2023, sprich wollen die Lilien noch mit ihm Umsatz machen, dann müsste man ihn fast dieses Jahr wieder verkaufen. Ein Schritt in die erste Liga wäre für ihn auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe Patrick Pfeiffer noch nicht oft spielen sehen, er gilt aber schon als sehr talentierter Innenverteidiger, hat in diesem Jahr auch in den 4 Spielen ein Tor schon machen können. Er wurde in Hamburg ausgebildet und ist dann 2019, meine ich, zu Darmstadt gewechselt, zu 250.000 Euro und spielt seitdem bei den Lilien. Dort spielt er immer eine gute Rolle und Darmstadt ist ja bekanntlich richtig gut unterwegs in der zweiten Liga und hat schon Erstliga-Ambitionen. Hier sind so seine FIFA-Statistiken, ihr seht ganz klar, seine Stärken sind seine Physis. Da hat er 86 und unten rechts Spezialität, auch Stärke, ist körperlich wirklich unglaublich stark, hat auch ein ganz gutes Kopfballspiel, kann dir auch mal ein Tor bringen. Und natürlich Defensivqualitäten mit einer ganz soliden Sprintgeschwindigkeit, die man auf jeden Fall auch in der Dreierkette unbedingt braucht. Also da könnt ihr uns weiterhelfen. Schreibt mir mal eure Meinung auf jeden Fall auch zu Patrick Pfeiffer. Ich habe schon ein bisschen gelesen bei anderen Plattformen, dass viele diesen Transfer begrüßen würden, vor allem jetzt nach dem Ausfall von Udo und Oxfords Verletzung. Ich finde ihn tatsächlich auch nicht schlecht, habe ihn nicht spielen sehen. Ich kann auch nur das beurteilen, was ich jetzt so selber mit euch hier analysiert habe. Ja, ansonsten Artem Dovbyk, ein Brechertyp, 1,89 Meter, Marktwert 5 Millionen, spielt zurzeit in der Ukraine. Da ist ja die Lage sehr, sehr kritisch. Die Liga ist zwar wieder gestartet, aber ihr wisst, wie es ist. Es ist, glaube ich, für einen Menschen und Spieler momentan nicht einfach, dort zu spielen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Er wäre ein Brechertyp, den wir so wollen. Er kann die Bälle festmachen. Wir gucken uns gleich die FIFA-Statistiken an. Hat Vertrag bis 2024. Auf ihn wurde auch Stefan Reuter angesprochen, hat gesagt, er möchte keine Namen jetzt mehr kommentieren. Man merkt ja wirklich, die suchen jetzt händeringend. Ich weiß gar nicht, wir werden noch einige Namen wahrscheinlich besprechen. Nach einem Stürmer, nach einem Kreativspiel und jetzt muss noch auf der Innenverteidigerposition nachlegen. So wie man auf jeden Fall darauf schon mal hört, Schiene wird nicht gesucht. Es ist eher jetzt natürlich jetzt noch der Innenverteidiger, ein Kreativspieler und Stürmer. Damit könnte ich aber auch leben, weil Petersen das gar nicht so schlecht macht auf der Schiene. Da könnte man ja auch langfristig noch was tun. Er hat in 17 Spielen 14 Tore und 5 Assists gemacht in der Saison davor, ne? Natürlich war jetzt die Liga dort pausiert, das ist eine sehr gute Statistik. Natürlich ist die ukrainische Liga nicht die stärkste, aber mit 11 A-Länderspielen ist er auf jeden Fall schon jemand, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er auf Top-Niveau spielen könnte. Insgesamt schoss er in seiner Karriere in 150 Spielen 53 Tore und 11 Assists. Das ist so ein Score jedes zweite Spiel, das ist ganz okay. Außerdem ist er 25 Jahre alt, also in einem guten Fußballeralltag. Hier seine Stats. Ja, er ist so ein bisschen kompletterer Stürmer, Kopfballspiel, Schuss. Da hat er so ein bisschen seine Stärken, Körperlichkeit, ganz guten Antritt und Sprint. Also er ist jetzt nicht der Langsamste, er kann für seine Körpergröße schon auch mal ein bisschen mit Sprint gehen und ein gutes Positionsspiel. Er ist halt ein Boxstürmer. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er uns helfen kann. Er hat jetzt nicht in den Top-Ligen gespielt, aber zumindest A-Länderspiele ist der Typ Brecher. Da kann ich zu wenig zu sagen. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung sagen. Ich würde es dann tatsächlich eher begrüßen, dass man Kouame bekommt oder Dursun.
aber ich kann mich hier natürlich auch extrem täuschen. Genau, dann eure Meinung zu Patrick Pfeiffer und Artem Dovbyk in die Kommentare. Werden noch einige folgen, wie gesagt. Denkt an unsere spannenden Community-Umfragen. Ich hau so ziemlich jeden Tag fast eine spannende rein, weil es momentan einfach so viel zu berichten gibt. Aktuell reden wir über Okugawa. Ihr sagt, ihr würdet maximal 7 bis 8 Millionen für ihn zahlen. Das ist so der größte Anteil, aber auch 38% sagen zum Marktwert, das auch realistisch ist. Er spielt in der zweiten Liga und Bielefeld möchte ja auch das Gehalt von ihm sparen. Da habt ihr tolle Kommentare rausgehauen, da bin ich komplett bei euch. Man könnte ihn eventuell wirklich zu einem Marktwert von 5 Millionen kriegen, dann würde ich das auf jeden Fall auch sofort machen. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall heiß. Denkt an den Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, wie immer. Euer Dennis und ciao!